Deswegen auch die Angelegenheit mit dem Bart. Sheikh Albani sagt, die Leute, die den Hadith überliefern, dass man den Bart kürzt, eine Handlänge, so hier, ne, diese Leute, seht ihr hier, diese Leute sind auch diejenigen, die den Bart gekürzt haben, wie Ibn Umar zum Beispiel. Und die wissen besser, was mit dem Befehl vom Propheten gemeint ist. Nicht, dass er jetzt den Bart kürzt, ist damit nicht gemeint. Ich bin nicht der Meinung, dass das Pflicht ist, weil Sheikh Albani sagt, man muss den Bart kürzen. Und ich bin der Meinung, dass es erlaubt ist, den Bart eine Handlänge zu kürzen. Wollte ich nur gesagt haben. Nur nicht, dass man das falsch versteht, weil es gibt manche, die sagen, man muss wachsen lassen, darf gar nicht anfassen. Und es gibt manche, die durch, weil es gibt insgesamt 10 Überlieferungen von Sahabis, die das gemacht haben, die sagen, eine Hand kappt, darf man nehmen. Ja? Ja? Diese Sache. Das nur dazu.